Pharma Games präsentiert ein Spiel von Scriptwäldern. Und damit herzlich willkommen zu The Deepest Sleep, der tiefste Schlaf. Es gab ja schon zwei vorige Teile, Deep Sleep und Deeper Sleep. Und jetzt sind wir im tiefsten Schlaf angekommen. Das war eben so ein Typ, der wollte gerne luzide träumen, also Träume, in denen man seine Handlungen steuern kann. Das fand er ganz faszinierend. Und dabei ist er in einem ziemlichen Albtraum gelandet und hat jetzt Schwierigkeiten, da wieder rauszukommen. Und ja, also im letzten Teil ist es uns auch nicht so wirklich gelungen, da sind wir noch weiter eingedrungen, haben die Schatten kennengelernt und... Aber aufzuwachen und aus dieser Welt zu entkommen, ist uns nicht gelungen. Mal sehen, ob wir es jetzt dieses Mal schaffen. Ja, wieder Kopfhörer und Licht ausmachen. Ich wachte mitten in der Nacht auf. Ich konnte mich nicht bewegen oder irgendetwas sagen. Und da war jemand in meinem Zimmer. Mein Bett, ich kann mich nicht bewegen. Ist jemand da? Oh mein Gott, ich kann mich nicht bewegen. Er scheint mich anzusehen. Ja. Mit diesem fulminanten Start geht es dann auch schon los. Und was ist das? Eine Taschenlampe. Das Regal ist leer. Na, dann gehen wir einfach mal raus oder auch nicht, weil wir noch einen Schlüssel brauchen. Eine verschlossene Vase und davon geht auf mysteriöse Art und Weise die Tür auf. Sind das Augen? Nein, es sind nur zwei blaue Lampen. Gut, dann gehen wir einfach mal vorwärts. Immer voranschreiten. Ui. Ein steinerner Schädel. Ja, auch so mit Hörnern und so. Sieht ein bisschen aus wie eine Satansmaske. Aber hier können wir anscheinend nicht mehr viel machen. Also gehen wir wieder raus. Und schauen hier mal. Hallo Bert, ich bin sicher, dass du diese Notiz irgendwie bekommst. Also bist du dem dummen Reisenden gefolgt, obwohl du wusstest, was passieren würde. Du bist jetzt in der tiefsten Tiefe, da ist nichts mehr unter dir. Es ist wichtig, dass du die, dass du die Bottom Feeders vermeidest. Sie bemerken Bewegung, also mach keine plötzlichen Bewegungen neben ihnen. Und geh nicht in die dunkle Kirche oder zur dunklen Kirche. Die Dunkelheit dort wird dich ersticken. Finde eine Leiter.
Sie sollte dich zurück zur Oberfläche bringen. Mit freundlichen Grüßen, du selbst. Ja, diese Notizen kennen wir auch schon, die wir immer an uns selbst schreiben. Ja, das ist so eine Seilkurbel, aber da fehlt ein Griff, eine Kurbel. Die können wir nicht betätigen. Dann mal hier sehen. Da ist ein Juwel in seinem Mund. Ich sehe kein Schlüsselloch und keinen Griff. Aber diese Tür lässt sich öffnen und ja, hier wird von den Bottom Feeders gesprochen. Und sie leben ganz unten, im Reich der Träume und sie ernähren sich von allem, das dort unten hinkommt. Sogar die Schattenleute fürchten sie. Sie sind blind, aber sie können Vibrationen und Bewegungen merken. Wenn man ganz still steht, dann bemerken sie einen vielleicht nicht. Also, ein Schraubenzieher. Ja, das ist vermodert und stinkt, aber ein Hammer können wir auch noch mitnehmen. Und damit vielleicht das hier. Nein, man will den Juwel natürlich nicht zerbrechen. Ja, es sieht schon so aus, als müssten wir zwei Juwelen finden, um eben diese in den Schädel. Huch, was ist jetzt das? Was ist das jetzt wieder? Entschuldigung. Irgendwas Komisches an Werbung oder sonst ist jetzt aufgepoppt, aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Damit kann man es rauskriegen. Und hier? Ja, der passt perfekt in das Augenloch. Und mit dem Hammer zerschlagen wir die Vase und haben noch so ein Ding. Und dadurch öffnet sich eine Tür. Da gehen wir natürlich durch. Oh, das sieht gruselig aus. Da soll wohl noch eine Tür sein. Ein kleines Loch. Und hier ist ein kleiner Juwel. Na, lass dich nehmen. Und es geht weiter. Noch ein Juwel. Und
Der kommt wahrscheinlich hier rein, damit sich eine weitere Tür öffnet. Oder er kommt vielleicht auch nicht hier rein, sondern hier rein und man merkt schon, hier ist die Dunkelheit, die einen verschlingen wird. Aber hier ist eine Kurbel und jetzt können wir wieder raus und wir müssen es jetzt genau andersrum machen. Das war ja in den blau umrandeten, jetzt müssen wir sie wieder in die weiß umrandeten einfügen. Hier rein nämlich. Und wir müssen uns natürlich schon ein bisschen beeilen. Ja. Da poppt immer wieder was auf anscheinend. Und immer noch nicht geschafft, aber jetzt wird es zum Glück etwas einfacher. Jetzt müssen wir nur noch einen Stein rausholen und jetzt sind wir draußen. Und wir haben eine Kurbel. Da weiß man auch schon, wo man die verwenden kann. Ja, ich habe den Griff eingefügt und jetzt benutzen. Das Seil ein bisschen runterziehen. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Jetzt geht es wieder nach oben. Also wohl runterziehen. Und mal nachgucken, ob vielleicht etwas passiert ist. Ja, hier ist nämlich eine Tür aufgegangen. Und die scheinen hier ein ziemliches Wasserproblem Problem zu haben. Gehen wir mal hier rein. Hier scheint es trocken zu sein und da hat sich schon jemand erhängt. Mit einem roten Seil. Haben wir das jetzt gemacht oder war der schon? Ja, und hier steht, wie die Unterwasserkanäle verschlossen sind. Also da vorne war ja ein Gitter. Aber wenn ich das Seil wieder hochziehe, glaube ich, dann geht ja die Tür wieder zu, logischerweise. Und dagegen muss ich etwas machen. Aber das, denke ich, zeige ich dann im zweiten Teil von Deepest Sleep. Denn das wird jetzt das Finale. Und ich verabschiede mich. Tschüss!